Ingenieur sagte mir, hier für dieses Auto werden die nachher einen 0 auf 200 km/h Wert haben, der offiziell unter 6 Sekunden liegt. Das ist, also der ist Banane. Und 0,300 soll unter 12 Sekunden sein. Er sei aber zuversichtlich, dass das auch noch schneller wird. Dafür hat dieser Pininfarina Battista einen Elektromotor pro Rad. Das macht zusammen 2300 Newtonmeter und 1900 PS für 2,4 Millionen Euro. Um gleich zu Beginn die Verhältnisse zu klären, schauen wir als kurzen Teaser mal, wie der Antrieb mir ja im Prinzip eine Art Buffer-Overflow ins Gesicht schreibt. Jetzt, oh mein, boah, das schiebt er dann über die Vorderräder, wenn du hier zu viel Kasala gibst. Eieiei, also das ist echt eieiei. Der Antrieb, das Monocoque und die im Unterboden montierte 800 Volt Batterie teilt sich der 2,2 Tonnen Vollcarbon-Bomber mit dem Rimac Nevera. 500 Kilometer ergibt die WLTP-Reichweitensimulation der Italiener, was mit der massiven Nettokapazität von gut 115 Kilowattstunden schon halbwegs plausibel klingt. Die Ladeleistung soll bis zu 250 Kilowatt betragen. Ums Stoppen kümmern sich Carbon-Keramik-Brembos, der Bremskraftverstärker ist ein elektrischer, das Fahrwerk ein herkömmliches mit Stahlfedern und Adaptivstoßdämpfern. Es gibt 4 Fahrmodi mit unterschiedlichen Leistungskurven, die heißen Pura, Calma, Energica und der Attacke-Modus Furiosa. Den hauen wir jetzt sofort rein, weil wir nur wenig Fahrzeit auf der rund 2 Kilometer kurzen Tazio Nuvolari-Rennstrecke bekommen. Ich habe jetzt hier gerade mal 2 Einführungsrunden mit dem Nick Heidfeld gemacht und habe jetzt mal eine grobe Idee, wo es hier lang geht. 3 Runden darf ich jetzt fahren, das ist wenig. Ja. Also es fühlt sich nicht nach 2,2 Tonnen an. Das funktioniert mit dem Torque Vectoring hier ziemlich gut. Also die Antriebsmomentverteilung. Also man hat wirklich kein Feedback im Bremspedal. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber hey, das fühlt sich an, als wird der Bock gleich abheben, wenn du hier mit 1900 PS und über 2000 Newtonmeter einfach volle Möhre draufstempelst. Eieiei, und wie die Ziffern hier über den Digitaltacho rasen. Das ist auch nicht gefiltert, das heißt, jede einzelne Ziffer wird da angezeigt und du siehst so im Augenwinkel, wie die da vorbeirasen. Das ist wild. So. Oh wei, oh wei. So, jetzt. Oh wei, boah, das schiebt er dann über die Vorderräder, wenn du hier zu viel Kasala gibst. Eieiei, ei, ei. Also das ist echt eieiei. Ei, ei. Ich habe da jetzt einfach abgebrochen und gebremst, weil du kriegst überhaupt nicht mehr eingeschätzt, mit welcher Beschleunigung du hier langbretterst. Oh, dieses Auto, da ist einiges an Bewegung drin. Ah, da waren wir schon jetzt hier das erste Mal zu spät auf der Bremse, weil es einfach, es geht steil wie die Sau. Mir bleibt schon die Spucke weg und man hat hier auf jeden Fall viel Bewegung im Auto. Aber nichts, was einen beunruhigt und im Gegenteil eher fahraktiv wirkt. Und man hat Traktion noch und nöcher. Aber du musst hier wirklich gucken, dass du es nicht übertreibst mit der Beschleunigung, weil du dich verschätzt, wie schnell dieses Auto fährt. Aber das zu vergleichen oder zu beschreiben, was für ein Leck mich am Arsch, zu beschreiben, was das hier für ein Beschleunigungsniveau ist, das ist wirklich unglaublich schwierig, weil welche Referenz willst du denn da jetzt nehmen? 1900 PS? Von denen jetzt erstmal fast 1500 über die Wuppe gehen. Oh, jetzt sind wir hier im Humpelmodus. Über die Funkhotline kommt, was kommen muss, Gerät aus, Gerät an. Dabei verstellt sich einiges, also Sitz und Lenkrad korrigieren. Vom 407 PS Stromspar-Humpelmodus Calma zurück auf Furiosa. Ja, und dann weiter geht's. Jetzt muss ich hier über den Touchscreen erstmal wieder meine Lenkrad- und Sitzeinstellung machen. So, das ist gut. Machen wir D, Kameras laufen, läuft die Helmkamera, die läuft. Ja. Don't save. Gut. Fährt er jetzt? Ja. Also guck mal, da können wir mal aus dem Stand hier. So. Okay,
gesagt, die Lenkung ist super direkt, also wirklich auffällig direkt und spitzer darf es wirklich nicht sein. Hier war jetzt auch gerade schönes Feedback von der Lenkung. Fast and Furiosa! Also hier, da sind schon Seitenführungskräfte, die da hier auf den Pilot Sport 4S aufbaut. Da kann man nicht anders sagen. Und es gibt ja sogar ein Cup 2R, das ist ja im Prinzip ein Semi-Slick mit fast Slick-Qualitäten. Also hier ist schon ziemlich viel Bewegung drin, wenn du beschleunigst. Und er ist auch auf der Bremse nicht ganz stabil. Also hier hast du auf jeden Fall einen Action Jackson, obwohl sie sagen, dass jetzt zum Beispiel das Übersteuern nicht ihr Ansinnen ist. Also sie wollen mehr Performance und Fahrstabilität. Also das muss stabiler sein. Aber hier ist jetzt schon wieder. Also nochmal, Gerät aus, Gerät an, Kram einstellen, weiter geht's. So. Aber hier, du hast schon Grip und hier habe ich echt Probleme wegen des Spiegels zu sehen, wo es lang geht. Also die Verzögerungsleistung ist gut und jetzt habe ich mich auch schon ein bisschen an das rückmeldungsarme oder freie Bremspedal gewöhnt. Da bin ich aber auch großer Fan von Vakuum-Bremskraftverstärkern. So, und jetzt, wie die Zahlen da über den Screen flitzen, leck mir am Mocha. Und jetzt haben wir wieder Kalma. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Mann, Mann, Mann. Ey, das ist jetzt... Ich habe, glaube ich, nicht eine einzige Runde gefahren, ohne dass das hier kapital abgestürzt ist. Auf der Geraden scheint er bei 240 km/h grundsätzlich in Kalma zu springen. In den Modus wechselt der Batista in meinem Stint insgesamt 5 Mal. Jetzt soll ich in die Box kommen, damit Schluss damit ist. Oh, so I was driving with traction control on and now I'm driving with it off. Now it's off. Sometimes traction control makes some errors and the cars go in recovery. We have a software bug that we are fixing. It's a safety feature. Good. So, jetzt habe ich keine Traction Control mehr. Dafür aber ESP, was ich vorher nicht hatte. Aber ABS funktioniert weiterhin und es ist wohl irgendwie in Verbindung stehend mit der Traction Control, warum jetzt diese Fehler passiert sind. Ohnehin ist die Software noch nicht so richtig fertig. Also zum Beispiel lässt sich das ESP derzeit nicht mit dem Torque Vectoring kombinieren. Ja, und fürs Programmieren bleibt der Truppe jetzt vor der ersten Auslieferung noch ein halbes Jahr Zeit. Wie dem auch sei, weiter geht's. Ja, jetzt merkt man, dass man von der Hinterachse mehr Bewegung drin hat. Jo. Boah, hier, das macht's echt... Boah, jetzt huckelt er hier so. Aber der Spiegel macht's echt schwierig, die Blickführung vernünftig zu machen. Auf der linken Seite zumindest, auf der rechten ist nicht so. Hier habe ich jetzt gerade unterm Spiegel durchgeguckt, dann geht es besser. Aber eben, wo der Reifen noch keinen Grip hatte, da merkst du, dass das Auto beim Beschleunigen aus den Kurven raus komplett mit der Seite versetzt bzw. untersteuert, aber halt dann über alle Viere. Oh, jetzt rauscht auch die ganze Zeit das Funkgerät. Ja, der wird mir jetzt sagen, dass ich hier reinfahren soll, aber ich fahre jetzt die Runde noch. Das muss möglich sein. Ja, man kriegt den auf der Bremse kontrolliert, aber man muss auf jeden Fall mit der Lenkung schauen, dass man das Auto stabil hält. Und hier, das ist aber gerade eine Nummer, da hat er auch untersteuert und das spürte man in der Lenkung gar nicht. So, und jetzt müssen wir das Auto abkühlen. Nochmal ein paar Gedanken sammeln. Was haben wir da jetzt, was wir noch kurz besprechen können? Dieser Monitor wird zur Hälfte von dem Lenkrad überdeckt. Dann siehst du hier mal noch so ein kleines Stückchen.
Aber zum Beispiel an einem kleinen Display hier, was übrigens super ablesbar ist, ich finde geil, wie die Zahlen darüber fetzen, das ist aber von der Auflösung jetzt nichts Besonderes. Das ist was Gutes, aber es ist nicht, was man im 2 Millionen Euro Auto erwarten würde. Hier hast du einen zweiten Monitor, da kannst du deinen ganzen Krempel einstellen, wie wir jetzt schon häufiger gesehen haben, zum Beispiel den Sitz oder das Lenkrad. Das Lenkrad hat super coole Griffmulden, die sind echt gut. Da fallen die Finger ordentlich rein. Du hast hier ein Alcantara, was gripstark ist. Ich mag eigentlich runde Lenkräder, ne? Aber hier ist sowohl oben als auch unten ein guter Grund dafür, dass es abgeflacht ist. Nämlich oben, dass du drüber schauen kannst. Unten, dass es zum Ein- und Aussteigen, was nicht ganz leicht ist, aber nicht das Allerschwierigste, damit das leichter gelingt. Und die Ergonomie, wo auch der Nick Heidfeld viel mitgearbeitet hat und Vorschläge gebracht hat, die ist wirklich einwandfrei. Du sitzt super tief, super tief. Und mir wurde eben übrigens vom Ingenieur gesagt, dieses Auto habe einen 8 cm niedrigeren Schwerpunkt als vergleichbare Supersportwagen der Konkurrenz, also mit Verbrenner. Und das ist, wie gesagt, auch diese heftige Nummer, dass du hier mit 2,2 Tonnen so durch die Kurven fegen kannst. Aber sie machen hier schon wirklich coolen Spökes. Also hier steht dann hier 350 km/h Max Speed, 1400 Kilowatt maximale Power, 2300 Newtonmeter Max Torque. Wer sagt, ey komm, wir machen heute mal 2300 Newtonmeter, du musst doch so gaga sein. Aber ja, das ist, ich weiß nicht, es ist überwältigend, es kostet alles viel zu viel Kohle. Der Rest wird in Voice-Over gemacht. Die Jungen, die werden kollektiv nervös. Auf Wiedersehen. Tschö, wa? Eieiei. Ist das geil. Also, das ist, ja komm, ist geil. Aber wer gibt diese Kohle aus? Ich hab gestern gefragt, hör mal, von euren Kunden, wie viele davon sind denn wohl Milliardäre? Also, substantial amount. Ja, gut. Kann man sich vorstellen, ne? Gut. Holy shit. Relevant wird das alles ohnehin nur sehr eingeschränkt sein, denn bisher sollen die meisten Kunden wohl Sammler sein. Ja, und das heißt im Regelfall, dass diese Hyper GTs, wie sie sie nennen, hin und wieder mal zu einer Veranstaltung rollen, sich in der Hauptsache aber in Garagen von Hyperreichen die Michelins plattstellen. Wir wissen jetzt aber, wenn die Besitzer doch mal fahren, ja, und die Software mitmacht, dann kann der Batista ein ganz eigenes, völlig wildes 1900 PS-Erlebnis liefern. Automotor und Sportchannel, der TV-Sender. Jetzt in den App Store und die Automotor und Sportchannel App runterladen.